Also unser Netz startet bei Karl der Große. Der Karl der Große war ein Franke und er hatte viele Frauen und darunter waren auch seine drei Söhne. Die drei Söhne haben jeder einen Teil von dem Großen Reich geerbt, als er gestorben ist. Und somit entstand auch der Vertrag von Verdun und auch letztendlich dann das Deutsche Reich. Dann haben wir auch noch was anderes von Karl dem Großen, und zwar, dass seine Lieblingspfalz in Aachen war. Und dann gab es noch die Burg. In der Burg lebten zum Beispiel Rittern, machten zum Beispiel den Minnesang. Und dann gibt es auch noch die Schwertleite. Also die Ritter wurden durch die Schwertleite erst Ritter. Und bevor der Schwertleiter mussten sie eine Nacht in der Kapelle beten. Die Ritter haben außerdem gekämpft, sowohl auf Ritterturnieren als auch auf Kriegen. Die Burg, die hat auch einen Bergfried, das ist der höchste Turm der Burg. Und Burgen hatten viele Könige oder richtig reiche Adelige. Dann gibt es noch die Grundherren. Die Grundherren, die hatten die Bauern. Und die Bauern, die lebten in so ganz einfachen Hütten, mussten viel arbeiten. Die Arbeit war schwer und da sind auch viele gestorben, weil die Arbeit so anstrengend war und sie dann so ein richtig hohes Alter schon erreicht hatten. Dann war es einfach zu anstrengend. Die Grundherren haben den Bauern dafür Nahrung gegeben und Kleidung, aber sie konnten sich halt nicht frei bewegen. Und der Karl der Große, der wurde gekrönt, und zwar von dem Papst. Und dann, der Papst ist das Oberhaupt der römischen Kirche. Und der Karl der Große war ein Karolinger im Römischen Reich. Und im Römischen Reich gab es viele Dörfer und er war auch der König, also sogar der Kaiser. Und durch den Vogelflug konnten sie dann die Zukunft voraussagen. Genau, und die Hauptstadt von dem Römischen Reich war Rom. Und da wurde auch der Senat gewählt, aber nur von Männern, die Frauen durften nicht wählen. Der Senat, der hat sich dann zusammengesetzt und daraus wurde dann ein Konsul gewählt. Der Konsul, der hatte so mit die größte Macht über das Land und hat ein bisschen mehr gezählt als der Senat. Und im Senat, da gab es dann auch Streit darum, weil viele den Konsul machen wollten. Und da haben sie dann auch so wichtige Themen besprochen.